Else Kling ist die Putzfrau der Nation. Ich spiele die Putzfrau der Nation. Im Grunde bin ich die größte Fehlbesetzung, denn ich habe in meinem Leben noch nicht geputzt. Also die Putzfrau der Nation, die nicht putzen kann. Aber es gibt ja auch Mütter der Nation, die keine Kinder haben. Also das ist ungefähr dasselbe. Mach dich ein bisschen kleiner. Du sollst dich ein bisschen kleiner machen und schau her, wie er zwergelt. Das ist so mein Trauma. Du hast schon noch erlebt, wie ich noch groß war, ne? Ja, ein paar Zentimeter. 10 Zentimeter? Ja? 10? War das? 10, das ist viel. Das war so aber, glaube viel. Ich, vor meiner Zeit. Nee. Köln 2001. Bereits seit 1985 steht Annemarie Wendel in der Lindenstraße als streitbare Hausmeisterin Else Kling vor der Kamera. Sie gehört damit zu den ersten Schauspielern, die für die Serie engagiert wurden. Ich werde eines Tages von der ZBF-Agentur angerufen und da sagte mir die Agentin, dass der Geisendorfer jemand sucht für ein Jahr, und zwar für die Rolle einer Hausmeisterin. Dann habe ich gedacht, na ja, wenn der für ein Jahr jemand sucht, dann soll er doch die Heidi Kabel oder die Inge Meisel nehmen. Nein, sagt die Agentin, er will jemand, der nicht so bekannt ist. Na ja, gut, sage ich, aber mich hat es gar nicht interessiert, denn ich hatte ja gerade in München so viel zu tun. Und also Gott, ein paar Tage später rief sie wieder an und wieder und wieder und wieder und hat mich gelöchert. Na ja, ich sage, gut, ich gehe hin und werde mal sehen, was das ist, aber... machen wir das wahrscheinlich nicht. Die Gereise habe ich so schön im Mund gehabt. Übertreibt man hier. Nee, ist schon richtig. Dann habe ich gedacht, da schicken Sie mir doch die Unterlagen. Machen wir, dann denke ich, na ja, 5 Sätze wird es sein. Was soll ich Ihnen sagen? 20 Seiten musste ich lernen. Na ja, ich habe Tag und Nacht gelernt. Und das war eigentlich das Kriterium, warum ich die Sache überhaupt gemacht habe. Ich habe mir gesagt, ob ich mit über 60 noch so schnell lernen kann. Ich nehme mich ab. Ich gehe zu den Probeaufnahmen und ich war ganz clever. Habe mir gedacht, also wenn du da schick angezogen hingehst und sollst eine alte Hausmeisterin spielen, ja, das machst du nicht. Ich habe also... mein schickes Kostüm, das ich anhatte, ausgezogen im Klo und habe mir die Schürze angezogen und ein Kopftuch aufgesetzt. Und was soll ich sagen, die Probeaufnahmen, das war einfach toll, es war wunderbar. Also ich fange an und da sitzt unter mir ein Mann mit wenig Haar und der macht da die Kabel oder so. Und dieser Mann sagt zu mir gleich, die Frau fasziniert mich. Und dann sagt dieser Mann auch noch, Annemarie, kannst du das noch mehr machen? Ich denke mal, ist der frech. Und das war der Geisendörfer. Ja, sie war eine Riesenerleichterung. Weil sie war nicht ganz das, was man sich vorgestellt hat. Aber sie war sogar mehr als das, was man sich vorgestellt hat. Das ist einfach eine Figur, ist einfach ein Charakter. An dem, die kann eigentlich spielen, was sie will, war so die damalige Theorie. Sie ist bayerisch, sie kann es bayerisch sehr gut. Sie kann Texte merken. Und wenn sie das auch nur so sagt, wie das Frau Wendel sagen würde, reicht das. Ja, und es wird vielleicht sogar sehr, sehr gut. Und die Autoren haben dann sehr schnell aus diesem riesen Volumen von Persönlichkeit geschöpft. Und wir haben Else Kling nach Annemarie Wendel gebildet. Der Kanzler. Wir schicken den Zinke. Madame Tussauds. Mal schauen, wer das geschrieben hat, das mag ich schon wissen. He, Daddy. London ist mega geil. Lots of love. Na, Frau Kling, immer noch dieselbe Leidenschaft. Herr Zinke? Ja, der Kanzler für Sie. Sagen Sie, wollten Sie nicht in den Schwarzwald? Ja. Wäre auch für uns Urlaub, Frau Kling. Sauer verdient. Um nicht zu sagen, obergierig. Unverschämter Kerl. München
in Schwabing. Hier lebt Annemarie Wendel seit mehr als 30 Jahren. Also heute ist eine Sache. Immer sonst am Sonntag alles leer. Und heute ist alles voll. Heute geht's zu wie bei den Wunden. So ein Depp. Den würde jetzt am liebsten aussteigen, den meine ich schmieren. In Drehpausen fährt sie häufig an den Chiemsee oder in ihren Geburtsort Trostberg. Die Freiheit, ihr eigenes Auto zu lenken, ist ihr dabei besonders wichtig. Chiemsee ist für mich Heimat. Wenn ich da hinkomme, wenn ich auch irgendwo herkam und fuhr rein und sah da die Berge hinter mir, dachte ich, schenke ich alles an, weil Herr Chiemsee ist für mich das Schönste. Und Trostberg sowieso. Annemarie Wendel wird 1914 als drittes Kind der Trostberger Unternehmerfamilie Wendel geboren. Ich hatte eine ganz herrliche Kindheit. Ich hatte sehr liberale, sehr großzügige Eltern. Damals war das doch so üblich, dass es immer hieß, nein, mit dem Kind kannst du nicht spielen, mit dem Kind kannst du, das gab es bei uns nicht. Wir haben mit jedem Kind gespielt, ob das nur ein Akademikerkind war oder vom Hilfsarbeiter, das war ganz egal. Ich war von Anfang an eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, Mensch, der sich durchsetzt, der sich nichts bieten lässt, der wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn hatte und doch im Grunde getan hat, was sie immer wollte. Ich konnte sehr schön singen, ich hatte eine wunderschöne Singstimme und ging erst auf die Musikhochschule und dann habe ich meinen Mann schon kennengelernt. Dann hat der gesagt, du wirst doch keine Quietschmadame werden und dann bin ich nach Berlin auf die Schauspielschule. Als Stipendiatin von Lucy Höflich studiert Annemarie Wendel mehrere Jahre in Berlin. Nachdem ich fertig war mit der Schauspielschule und bei Herrn Aprell mit Auszeichnungen bestanden hatte, hätte mich ja Herr Gründgens als Anfängerin engagiert. Aber ich habe gesagt damals, ich trage kein Tablett über die Bühne. Stattdessen heiratet sie im Sommer 1942 in Trostberg den Theaterdramaturgen Sigmar Kleinschmidt. Er ist Sohn eines angesehenen Arztes und Professors der Universität Bonn. Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit ist Sigmar Kleinschmidt zur Wehrmacht einberufen. Als 1944 der gemeinsame Sohn geboren wird, erfährt er gerade noch per Telefon von der Geburt seines Kindes. Ich war also gerade aus dem Krankenhaus gekommen und ich hatte mich schon gewundert, dass sich mein Mann überhaupt nicht gemeldet hatte. Denn der hatte eine solche Freude, dass das Kind kam. Das war unvorstellbar, das war so schlimm, dass meine Schwiegermutter damals sagte, naja, zu ihrem Sohn Sigmar, sowas Besonderes ist es auch nicht, dass Annemarie ein Kind kriegt. Der hatte eine, es war also, dass ich ein Kind bekam, das war, als wie wenn mindestens die Königin, was weiß ich von wo, ein Kind kriegen würde. Ich war unten im Büro bei meinem Vater und da telefonierte mein Vater mit dem Dr. Neusel. Ich sprach da mit ihm und sagte, ich habe nichts von meinem Mann gehört. Ach, sagt er, brauchen Sie sich gar nichts denken. Wenn was wirklich Schlimmes oder irgendwas Besonderes wäre, dann würden Sie schon angerufen werden. Also gut, ich gehe ganz vergnügt, relativ vergnügt drauf in den dritten Stock. Und dann, kaum war ich oben, rief mein Vater oder einer unserer Angestellten, das weiß ich nicht mehr genau, Annemarie ans Telefon. Und da erfuhr ich, dass er schwerst verwundet in Danzig im Krankenhaus liegt. Und dann war ich natürlich, ich habe nicht geweint,
Das tut man dann nicht. Das ist immer falsch, wie man das am Theater macht, dass man dann weint und schreit und macht. Ich war wie versteinert. Ich bin dann rauf in das Schlafzimmer meiner Eltern. Da war das Telefon, habe mindestens 20 Telefonate geführt. Ich habe meine Schwiegereltern angerufen. Ich weiß nicht mehr, wen alle. Und ich war Eis. Meine Mutter ist dann mit mir sofort nach Danzig gefahren. Und damals gingen ja keine Schnellzüge mehr. Man musste also mit dem Personenzug von München nach Danzig fahren. Das war schrecklich. Und da muss ich sagen, meine Mutter hat sich damals ganz toll benommen. Und wir kommen in Danzig an. Ich sehe mich heute noch. Ich steige aus dem Zug aus. Und oben, der Danziger Bahnhof, das ging so nach oben, der Ausgang. Und da stand oben mein Schwiegervater. Oh, denke ich, wenn der da steht, dann ist alles gut. Denn der war der beste Diagnostiker, den man sich vorstellen konnte. Und habe gedacht, also dann ist alles gut. Und dann komme ich rauf und dann sagt er, er ist schon tot. Weiß ich nur noch eines, dass ich 4 Wochen nicht aus dem Haus ging. Und nach 4 Wochen gehe ich runter, gegenüber war der Briefkasten, gehe am Briefkasten und eine Frau kommt und kondoliert mir. Und in dem Moment, die hätte ich erwürgen können. Der Mensch kann ja gut verdrängen. Ich bin auch ein Verdrängungsmensch. Denn wenn du alles, was du im Leben erlebt hast, wenn du das nicht verdrängen kannst, dann könntest du gar nicht leben. Nach dem Tod ihres Mannes stürzt sich Annemarie Wendel in die Arbeit. 1960 als Minna von Barnhelm. 1961 als Maria Stuart. Bald folgen die ersten Fernsehauftritte. 1970 die Reise ins Rokoko. 1978 steht sie auch für Wolfgang Petersen vor der Kamera. Rosenmund. Geht es Ihnen heute? Ich habe mir ein neues Schachspiel gebaut. Sie haben mir aber versprochen, nicht mehr Schach zu spielen. Sie haben mir erzählt, Sie wollen die Knetmasse, um Tiere zu modellieren. Ja, Tiere habe ich probiert. Aber ich weiß nicht mehr, wie Tiere aussehen. Petersen ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, denn er ist ein Perfektionist. Es macht wahnsinnigen Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber unter 16 Mal eine Szene, glaube ich, lässt er sie nicht in Kasten. Ganz toll. Also, aber es ist bei ihm nicht so, wie es sonst bei manchen Regisseuren ist, wo es dann unangenehm wird, sondern es wurde immer besser. Lüfte das Geheimnis, warum ich dich duzen darf. Ja, also Harald und ich, wir kennen uns seit 8 Jahren. Und zwar spielte er meinen Enkel. Es war seine allererste Rolle, die er überhaupt am Theater gespielt hat. Also ich, die Großmutter von ihm. Und ich denke, wie ich ihn sehe, er war schon so lang, er spielte einen 14-Jährigen und ist 1,94 Meter oder wie lang. Ich denke, um Gottes Willen. Und das war dann hinreißend. Und seit der Zeit kennen wir uns und wir vertragen uns ganz prima. Wenn ich mir Brötchen holen soll, dann muss ich 12 Treppen runter und 12 wieder rauf. Das kannst du mir nicht mehr zumuten. Dazu gibt es einen Fahrstuhl. Und ich hatte das Glück, dass ich in Berlin noch einmal Theater spielen durfte. Diese Rolle war eigentlich so ein Abschluss des Theaterlebens, denn es war eine Rolle, auf der ich lag. Ich habe schon daran gedacht, dass die vielleicht unsere Wohnungen unter der Erde bauen, dann haben sie uns alte Leute dort, wo sie uns sowieso schon haben wollen. Mehrmals im Monat pendelt Annemarie Wendel zwischen ihrem Wohnort München und Köln, dem Drehort der Serie, hin und her. Annemarie Wendel genießt ihre Bekanntheit. Kein Weg ist ihr zu weit, um öffentliche Auftritte wahrzunehmen und die Nähe zu ihren Fans zu suchen.
Auto für mich. Ja. Wow. Ja. Oder? Viel ja. zu klein. Was? Viel zu klein. Nein, sie hat meine. Darunter mache ich es nicht. Das sind die modernen Putzfrauen. So ist es. Frau Kling, entweder Sie gehen jetzt oder ich hole die Polizei. Ja, holen Sie halt die Polizei. Ich hab keine Angst, ich freue mich. Ich hab keine 6250 Mark gestohlen, ich nicht. Sie! So. Raus hier. Wo? Nein, 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 nein. Lassen Sie mich los und schreie noch mehr als ich. Raus! Man kann sie, glaube ich, nur so spielen, wenn man doch etwas davon hat. Ich bin auch direkt, ich lasse mir gar nichts bieten, auch privat nicht. Und auch als Schauspielerin habe ich mir nie was bieten lassen, was oft mein Schaden war. Und dann bin ich neugierig. Da stellt euch so ein bisschen an die Ecken hin, damit die anderen Leute auch was geht, dass es schneller geht dann. So vielleicht, so machen wir es. Ja, genau. Dann geht's rein. Ja? Danke. Eigentlich mache ich zu viel für mein Alter. Irgendwo ist es eine Ruhelosigkeit. Aber es ist auch schön, es befriedigt. Denn an sich ist es eine irre körperliche Anstrengung. Allein schon das Hin und Her zwischen München und Köln. Und dann ist es auch eine psychische Schwierigkeit, denn du kommst überall an und bist alleine. Aufgrund meiner Lindenstraßentätigkeit hat sich viel Privates zum Negativen, relativ Negativen verändert. Denn ich hatte ja irrsinnig viele Freunde hier und es ist ja so, dass du, als ich nicht prominent war und nur und viele Freunde war ich gesellschaftlich eigentlich irgendwo ein Mittelpunkt. Das bin ich jetzt überhaupt nicht mehr. Du wirst, wenn du prominent bist, bist du gar nicht mehr so gefragt. Ich habe mir das immer anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ein Prominenter ist wichtig, aber es ist nicht so. Da haben die Leute mehr Abstand und das wollen sie nicht. Macaroni hier ist so ein bisschen was wie Heimat. Und an sich ist es einfach ungewöhnlich, dass in einem Lokal, wo eigentlich nur Jugend verkehrt, ein so alter Mensch wie ich so aufgenommen wird, als ob er dazugehören würde. Also, Angelo, ich komm wirklich mal. Ja, kommst du bald. Ja? Spiel nicht mehr hier, weißt du doch, ne? Nein, ab 5 Uhr nachmittags. Ja, immer ab 5 Uhr abends am besten. Ja? Mittag nicht. Ciao. Das war ich selber. Mein Sohn, der Olaf, der wollte mich nicht mehr ins Altersheim schicken. Aber da gehe ich nicht hin. Nein, lieber bleibe ich da sitzen und wenn ich stirb, ich verlasse doch die Lindenstraße nicht mehr auf meine alten Tag. Nein, nein, nein. Heute werden eben die alten Leute in ein Heim gesteckt und weg. Ich meine, ich bin im Alter, wo die anderen sind schon alle in meinem Heim, die so alt sind wie ich. Aber ich wäre, glaube ich, keinen Tag. Denn mein Sohn hat behauptet, wenn ich ins Altersheim ginge, nach einer halben Stunde würden sie mich schon rausschmeißen. Wunderbar.
100 Meter kann man schon erkennen. Schau hier, da kommt der Depp daher. Von beiden schon sieht der jeder Depp. Au, das ist ein Depp. Ich habe das Glück, dass ich relativ viele junge Leute um mich habe. Das ist für mich ja eigentlich das Schönste, was es gibt. Denn mit der Jugend geht das Leben ja weiter, mit den Alten stirbst du ja ab. Und es interessiert mich sehr wenig, wenn ich ins Altersheim gehe und da sehe ich die halb Gestorbenen schon und so, das mache ich gar nicht. Aber das mögen alte Leute überhaupt nicht, weil ich mir denke, um Gottes Willen, wird mich doch nicht auch noch so treffen. Aber ich glaube nicht und ich hoffe nicht, das weiß man natürlich nicht, aber boah. Milena Tauber, Tochter eines Schauspielerkollegen. Seit Milenas Kindheit verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Annemarie Wendel hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um Milena zu kümmern, seit ihre Mutter vor wenigen Jahren verstorben ist. Am 9. Januar fliege ich schon. Am 9. Jahr. Dann kann ich am 10. Ja, das weiß ich, dann könnte ich mich am 10. Ich weiß nicht, wann ich da drehe. Vielleicht also, ja, oder am 11. drehe ich auch. Nee, ja. Die Jugend gibt mir unendlich viel Freude. Wenn ich schon an Milena oder an Tanja denke, da habe ich zwei junge Leute. Die eine ist noch nicht 20, die andere noch nicht 30. Also das ist etwas sehr Erfrischendes auch. Denn du lebst mit der Jugend mit und erfährst ja auch die ganzen Probleme, die die Jugend hat und wie sie das Leben meistern und wie sie sich freuen und was sie im Leben erreichen wollen und so. Und das ist etwas sehr Spannendes und sehr Schönes. Und dann der Unterschied zwischen damals und heute, der ja auch sehr groß ist und sehr gravierend, besonders bei den Mädchen. Und das macht sehr viel Freude. Ja, schaut Fanclub-Treffen 2005. Zum ersten Mal treffen die thüringischen Fans auf den Münchner Lindenstraßen-Fanclub. Ja, und dann viel Spaß, Karin. Viel Spaß. Ja. Einschränkung. Wir erwarten einen Gast. Und das ist bei uns so üblich, dass wir da bei mir stehen und den roten Teppich ausrollen. Auch wenn Annemarie Wendel in den vergangenen zwei Jahren schwere Rückschläge durch Krankheit verkraften musste, gibt sie sich nicht auf. Annemarie Wendel will aussteigen, als Else Kling, gibt sie der Presse gegenüber bekannt. In der Lindenstraße erschossen zu werden, das sei ihr Traum. Doch wie Else Kling den Putzlappen weglegt, wird noch nicht verraten. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Ich finde, für eine Panzerfaust käme eigentlich am besten Olaf, oh ja, der Sohn von Else, in Frage. Ja? Dass er einfach frustriert, weil wieder, er will ja alle Weiber umlegen, die überhaupt nur in der Lindenstraße den Kopf raushalten. Dass er einfach klingelt, Mama, ich hab was für dich. Was ist das für ein Lärm? Boom. Die Möglichkeit wäre natürlich auch, dass Geißendörfer den Bus steuert und versucht, Else Kling beim Putzen zu überfahren. Und dann, kurz bevor es heißt, bleibt der Bus stehen, weil der knausrige Geißendörfer nicht vollgetankt hat. Oh. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen würde. Entweder ich würde mich erschießen lassen oder ich würde ertrinken oder ich würde irgend so etwas würde sein, irgendeinen spektakulären Tod würde ich mir wünschen als Else. Auch mit 90 Jahren steht Annemarie Wendel noch vor der Kamera. Der darf doch gar nicht rein. Der ist sauber. Das sitzt halt beim Monitor dann.
Da sitzt sie. Mein Blut ist Susanne. Ja, grüß dich. Meine Liebe, da sitzt du dich da auf deinem Platz, bitte. Da kriegst du meinen Stock in die Gehörflüsse. Olli und Friede. Was sagst du vor, meine Weißwürste? Die hat sie nicht mehr alle. Hat sie nicht mehr alle. Geh, gib mir meine Weißwürste. Und bitte. Also, so geil es auf den Bahamas war, aber dich habe ich richtig vermisst. Geh weiter. Wo bist du gewesen? Auf den Bahamas. Geh her doch auf. Leg du nicht so im Gefängnis bist gewesen. Du Mutter, lass mal den Olli in Frieden. Der hat genug Ärger gehabt. Geh weiter. Ich möchte jetzt meine Weißwürste. Die Lindenstraße war irgendwo mein Leben, aber ist es nicht mehr. Ich habe mich schon ein bisschen distanziert von ihr. Von der Lindenstraße. Das ist natürlich der Lauf der Zeit, ja, das ist aber allen Serien so. Schauspieler kommen, steigen aus, kommen wieder zurück. Und ich meine, mit 90 Jahren, das ist ja wirklich ein sehr stolzes Alter. Also wer wird schon so alt und wer ist dann überhaupt noch in der Lage, so eine Leistung zu bringen? Allein schon mal rein vom Äußerlichen her, sie pendelt ja immer zwischen München und Köln. Und natürlich wird die Lindenstraße ohne Else Kling weitergehen. Aber vielleicht geht sie auch doch nicht weiter. Und Geisendörfer bemerkt, dass Else Kling zurückkehren muss, so wie Bobby damals unter der Dusche. Der ist auch bei Dallas wieder aufgetaucht. Ostern 2005. Annemarie Wendel hat ihre Freundin Tanja eingeladen. So gut wie jeden Tag sind die beiden zusammen. Trotz des Altersunterschiedes ist Annemarie Wendel in den letzten Jahren zur wichtigsten Bezugsperson für Tanja geworden. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn du nicht überflüssig bist. Oh, du hast gewonnen. Sieg. Freut euch nicht aufs Alter. Aber Gott, man kann es nicht ändern und man muss das Beste draus machen und das tue ich. Ich versuche alles Mögliche, um noch da zu sein. Ich will auch ins Theater wieder gehen, ich will wieder ins Konzert gehen, ich will wieder am Leben teilhaben sozusagen. Ich will nicht zu Hause sitzen und dumm schauen. Das will ich nicht. Um zu Hause zu sitzen, dazu fehlt Annemarie Wendel die Ruhe. Als Else Kling hat sie in mehr als zwei Jahrzehnten die Lindenstraße maßgeblich geprägt. Auch wenn sie in den kommenden Jahren nicht mehr vor der Kamera stehen wird, bleibt sie ihren Fans im Herzen und im Gedächtnis erhalten. Privat hat Annemarie Wendel nun endlich mehr Zeit für ihre jungen Freunde und kann öfter an den Chiemsee fahren und von den Zeiten träumen, als sie dort mit ihrem Mann ein Haus bauen und alt werden wollte.